zusammen, dieses Video könnte interessant und aufschlussreich für alle die sein, die vielleicht jetzt mit dem Gedanken spielen, ins Network Marketing einzusteigen mit Nahrungsergänzungsmitteln oder die vielleicht gerade erst gestartet sind oder vielleicht auch sogar Leute, die länger dabei sind, aber vielleicht noch gar nicht wissen, was da ja für ganz, ganz große Probleme auf einen zukommen können, wenn man nicht alles beachtet. Denn leider wird das nicht allen Leuten mitgeteilt. Das habe ich am Wochenende jetzt erst wieder mitbekommen. Und das ist auch eine Sache, wo ich jetzt mittlerweile sage, ich werde diese dritte Säule, wer mich kennt, wer die Videos vielleicht hier kennt, der hat ja mal gesehen, ich bin ja selbstständig und habe mir das in drei Säulen aufgebaut. Ich schreibe Auftragstexte für Auftraggeber und auch auf verschiedenen Portalen. Wir haben die mobile Reisevermittlung, die ja ähnlich ist, weil wir auch Strukturvertrieb sind und auch ein Team aufbauen können und so weiter. Und eben mein Network Marketing mit Nahrungsergänzungsmitteln schon seit 2018, weil ich da als zufriedener Kunde der Produkte selber zugekommen bin. Und bevor ich jetzt loslege, was das für Tücken mit sich bringt und was mich daran so mittlerweile so sehr stört, dass es für mich mehr Belastung ist, als dass es mir Spaß bringt und sich das noch lohnt, möchte ich vorher betonen, ich selber finde nach wie vor Network Marketing als solches klasse. Das ist einer der besten Formen, die man machen kann, um nebengewerblich irgendwie was sich aufzubauen. Ich habe da ja auch hier mal ein Video zu gemacht, dass man einfach mit verschiedenen Sichtweisen daran gehen muss und es einfach einige gibt, die das in schlechte Licht drücken, weil die sich einfach unmöglich verhalten als jemand, der sponsoren will. Aber das ist ein anderes Thema. Gibt es, wie gesagt, hier auf dem Kanal auch ein Video. So, also wie gesagt, ich bin trotzdem nach wie vor davon total überzeugt von dieser Form. Ich liebe auch nach wie vor meine Produkte. Ich werde die auch weiter nehmen und der Shop an sich besteht für mich noch. Das heißt, da kann die Leute, die bei mir eh immer was gekauft haben und die Sachen auch gerne weiternehmen möchten, bestellen das da einfach weiter. Das ist nicht das Problem. Aber ich werde aktiv komplett daraus aussteigen. Ich empfehle es nicht mehr aktiv weiter. Ich spreche nicht mehr drüber und ich schreibe vor allen Dingen nicht mehr drüber. Ich bespiele meine Social Media Kanäle, die für dieses Network eingerichtet waren, schon sehr lange nicht mehr. Das erkläre ich gleich auch noch, warum das so geworden ist oder wie sich das eingeschlichen hat. Ich habe zwischendurch immer wieder überlegt, ob und wie ich sie dann nochmal wieder neu bespielen möchte und wie ich damit nochmal wieder neu anfangen will, weil irgendwie wollte ich nicht loslassen. Manchmal ist das ja so, wenn man eigentlich was gerne mag und eigentlich überzeugt ist, lässt man ja auch nicht sofort los. Aber am Wochenende hatte ich noch wieder ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt der endgültige Cut. Das wird keine Säule mehr bei mir sein, die ich aktiv mache und meine Social-Media-Kanäle zu diesem Thema werden nicht mehr aufleben. So, vielleicht lösche ich die Seiten sogar ganz, das weiß ich noch nicht, muss ich noch gucken, aber ich werde sie auf keinen Fall mehr wieder aufnehmen oder wieder bespielen. So, und darüber möchte ich jetzt reden, nämlich weil das auch für manche Leute richtig, richtig teuer werden kann, die es nicht wissen. Und glaub mir, ich weiß, dass es einige nicht wissen, denn ich habe es jetzt am Wochenende bei einem Kumpel erlebt und der ist mittlerweile seit über einem Jahr auch in diesem Network, der ist also nicht ganz neu. Und ja, da möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen in den Real Talk an sich gehen, aber vorab noch mal so grob zusammenfassen, was das große Problem an dieser Sache ist, wenn man im Network Marketing mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Ähnlichem ist. Und zwar wissen viele nicht, dass sie gewisse Aussagen, gewisse Flyer, die sie vielleicht auch teilen, weil die Ableihen, die entworfen hat und man die ganz toll findet oder so, dass ihr damit in Teufelsküche kommt, wenn ihr sie in Social Media postet oder wenn ihr in den Gesprächen seid, weil viele große Networker ja auch sagen, nee, Internet müsst ihr sowieso weglassen, es geht alles nur persönlich so. Aber auch da gibt man ja mal einen Flyer, einen Infoflyer mit oder man verteilt in der Nachbarschaft Flyer oder was auch immer. Und viele wissen nicht, dass ihr mit gewissen Dingen, und davon kursieren Hunderte im Netz, ich kenne so viele Seiten, ich hätte zig Leute anschwärzen können, sowas mache ich aber nicht, weil ich bin hier nicht, ich hasse dieses Denunziantentum, ich bin da nicht der Mensch für, aber ich sehe so oft was, wo ich denke, ha, wissen die es jetzt und machen es einfach bewusst oder auch nicht. Aber es gibt da Dinge, wenn ihr die teilt, ihr könnt in Teufelsküche kommen. Ihr könnt richtig, richtig Geld verlieren, wenn da dann hier sowas wie eine Unterlassungsklage oder sowas kommt. Denn ihr dürft keinerlei Aussagen treffen, die in die Richtung geht, das hilft dagegen, das unterstützt dabei, das bewirkt das und das. Alles, was Wirk- und Heilaussagen gibt, es gibt ja diesen Health Claim, das ist so penibel geregelt und dann gibt es da Sachen, ja, das darf man dann irgendwie wieder sagen, aber da muss man wieder ganz genau auf die Formulierung achten und das geht dann nur, wenn für dieses Produkt irgendwie eine wissenschaftliche Studie gemacht wurde und so weiter und so fort. Es ist mega kompliziert, das kann ich euch sagen, denn ich habe da auch einige Calls und Schulungen mir angehört zu, denn man muss sagen, in unserer, ich sage immer noch unserer, ihr merkt das eigentlich, hänge ich noch dran, aber
ich kann auch noch unser sagen, weil ich die Produkte weiterhin gerne nehmen werde und ich mich da irgendwie immer noch zugehörig fühlen werde, auch jetzt eher als Kunde. Denn bei uns in der Firma, bei Natura Vitalis, da hat der Frank Felte, der Firmengründer ist, hat sehr oft, sehr ehrlich die ganzen Sachen dargelegt und gesagt, Leute, passt auf, was ihr schreibt. Klar, auf unserer Seite steht da auch mal was, aber es ist natürlich was anderes, wenn so eine große Firma mal was bezahlen muss, weil da jemand sagt, oder ob du als kleiner Networker auf deiner privaten Seite, die zwar auch dazugehört, aber du bist immer unabhängiger Teampartner. Das heißt, da haftet niemand von der großen Firma für dich. Was du dann wieder teilst, sind andere Sachen. Und wir wurden dort sehr, sehr genau aufgeklärt. Und wenn er gemerkt hat, es haben zu viele Leute irgendwie so ein Blödsinn irgendwo geteilt, weil das natürlich dann auch nicht gut für die Firma selber ist, für den Namen, dann hat er auch zwischendurch wieder Calls zu Calls eingeladen und hat dann nochmal alles erklärt und darauf hingewiesen. Aber das macht eben nicht jede Firma. Das habe ich am Wochenende wieder richtig deutlich gehört und gemerkt, wie ich ja erzählt habe, mit einem Kumpel, der das auch macht. So, also da, wenn ihr in diesen Bereich einsteigt, ihr könnt nicht einfach dahin gehen. Ich weiß, das machen viele und ihr seht das jetzt wahrscheinlich und sagt, was labert die denn da? Das machen doch alle, das sehe ich doch immer. Ne? Ihr findet bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok, was weiß ich, findet ihr tausende, ach, Millionen solcher Videos und Posting, wo steht, diese Creme wirkt dagegen oder wenn ihr diese Pille schluckt, dann das. Und auch ich habe manchmal versucht, sozusagen, ich nehme das zur Unterstützung, aber selbst mit dieser Formulierung kann man schon unter Umständen Probleme kriegen. Nicht zwangsläufig, aber ne, da muss man auch schon ganz, ganz genau aufpassen, wie man das sagt, wie man das macht, was auch immer. Und ja, das sind so Sachen, man kann nicht frei aus der Seele schreiben. Wenn ich was über unsere Reisen schreiben, wenn ich versuche, mich als Reisevermittlerin zu präsentieren oder unser Reisebusiness im Netz auch irgendwo zu vermarkten oder zu zeigen, das machen wir und das bieten wir den Kunden und das ist eine tolle, was weiß ich, das ist ein tolles Hotel, das ist ein tolles Schiff, was auch immer. Ich kann schwärmen, wie ich will. Wenn ich jetzt aber mich da hinstelle und sage, wie ich das CBD nutze und für welchen Gesundheitszustand ich darauf gekommen bin. Ihr merkt, selbst jetzt, obwohl ich das in diesem Video jetzt einwandfrei sagen dürfte, weil ich die Produkte nicht mehr bewerbe, aber selbst da bin ich vorsichtig. Wenn ihr das als Erfahrung weitergebt und sagt, Mensch, ich habe damit die und die Erfahrung gemacht und das ist passiert. Und ihr sagt das und man kann nachweisen, dass ihr in dem Bereich tätig seid, dass ihr also diese Produkte auch empfehlt und damit Geld verdienen möchtet, dann könnt ihr eine Abmahnung bekommen, dann könnt ihr richtig viel Geld latzen müssen. So, wenn da irgendjemand ist, der sagt, oh, Moment mal, das darf die doch gar nicht so schreiben oder der, und der gibt das weiter, dann kommt Post vom Anwalt unter Umständen. Ich kenne einige, die haben sowas gekriegt. Es wurde auch in Gruppen und sowas dann gesagt, scheiße, ich habe was, ne, da ist was gekommen und oh und die und so. Deshalb, das ist eben das Problem daran und was mich dann so gestört hat, war eben dieses, dass ich es nicht frei sagen konnte. Ich wusste gar nicht mehr, was schreibe ich denn zu meinem Produkt? Wie biete ich meinem Kunden oder meinem potenziellen Kunden, den nächsten Interessenten auf meinen Social Media Kanälen einen gewissen Mehrwert? Was kann ich schreiben, außer jetzt nur einen Link zu posten auf die Seite zu dem Produkt. Das hätte ich können. Und da stehen dann zwar auch solche Sachen, aber das ist dann wieder die Seite von der Firma an sich. Nur, es bringt doch nichts, einfach nur einen Link zu posten und sagen, hier, da ist ein neues CBD-Produkt oder hier dieses CBD-Produkt, CBD Happy, ist ja mein Herzensprodukt, sage ich immer so, CBD Happy, ganz toll, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und dann, ich lese so ein Posting, da klicke ich nicht drauf, weil ich denke, weil da nichts steht. Das steht nicht. Weshalb empfiehlt mir der denn das? Was hat die denn davon? Die will das Produkt nur verkaufen, aber was hat die denn selber für Erfahrung? So, ich war also ständig am Überlegen, boah, was machst du denn heute wieder auf dem Social-Media-Kanal? Was kannst du denn schreiben? Ne, es gibt ja nicht, da gibt es ja auch nicht immer News. Und auch wenn man so einen Artikel oder sowas zitiert oder was teilt, wo dann irgendwas mit Teilaussagen kommt oder so, das darf man auch schon nicht, wenn man eben auf dieser Seite ganz klar sehen kann, dass ich dieses Zeugs vertreibe, in Anführungsstrichen. Oder dass ich das empfehle und damit eben Geld verdiene. Und das hat es immer schwieriger gemacht, überhaupt irgendeinen Content zu finden. Ich war ständig gehemmt, wenn ich irgendwie versucht habe, darüber ein Video zu machen oder wenn ich an einem Text war. Ich kann ja eigentlich gut Texte schreiben, ne? Sollte man mit meinen, wenn ich damit auch teils Geld verdiene. Und eigentlich geht mir das relativ
gut von Hand, besonders wenn ich irgendwie so einfach nur Erfahrungsberichte schreibe oder irgendwas mir von der Seele schreibe. Das geht eigentlich zack, zack, da ist das da, weil ich die Gedanken im Kopf habe und ich das hier drin fühle. Ja, und da war es mittlerweile dann immer so, dass ich da manchmal Stunden gesessen habe und gedacht, was kannst du denn jetzt schreiben? Darfst du das überhaupt so formulieren, damit du es posten kannst? Oder ist das dann schon wieder grenzwertig? Kann da schon wieder einer kommen? Und diese Sache, die hat mich so gehemmt und die hat mich, ja, die hat mich dann irgendwann traurig gestimmt und ich habe gemerkt, es belastet mich mehr, als dass es mir Freude bringt. Und natürlich, dementsprechend ist das Business nicht weiter gewachsen, ganz im Gegenteil, teilweise. Dann, wenn Leute gesehen haben, die Seite ist komplett still, sind natürlich auch mal Kunden, die sonst was bestellt haben, also die haben dann irgendwann gedacht, da ist gar nichts mehr, vielleicht macht die es gar nichts mehr und haben es dann entweder nicht mehr bestellt oder sind woanders hingegangen oder was auch immer. Es war mittlerweile dann immer mehr Frust und ich habe gemerkt, ich habe das immer mehr beiseite geschoben und habe mich halt viel mehr mit unserem Reisebusiness noch nebenher beschäftigt, neben meinen Texten und hatte da immer das positive Gefühl. Selbst zu Corona-Zeiten, als die Reisebranche ja völlig brach lag, hatte ich immer Themen, konnte immer was schreiben, konnte die Kunden informieren oder die Interessenten. So von wegen, da sind wieder neue Einreisebestimmungen oder so. Ich konnte es frei formulieren. Ich konnte sogar meine Meinung dazu sagen und sagen, wir finden es überzogen, aber es ist jetzt so, lieber Kunde, bitte, wenn du die und die Reise buchen willst, du musst einen Corona-Test machen. Das konnte ich alles schreiben, aber ich kann zu den Nahrungsergänzungsmitteln nicht wirklich frei meine eigene Meinung äußern, weil eben gewisse Formulierungen dich in Teufelsküche bringen können. Wenn ich zum Beispiel nicht mal sagen darf, dass es mich, dadurch, dass man ja weiß, eigentlich ist es ja bekannt, dass der Körper gewisse Nährstoffe auch braucht und wenn da zum Beispiel ein Mangel irgendwo ist, dass dann gewisse, ja, gewisse körperliche Beschwerden auch kommen können. Und wenn ich dann sage, so, ich hatte das und ich habe dann mal 2, 3 Monate das Produkt genommen, habe mein Nährstoffhaushalt damit aufgefüllt und jetzt geht es mir wieder besser. Mir wieder besser, wohlgemerkt, ne? Wenn ich nicht sage, hier, das hilft jedem, weil das kann ich gar nicht sagen, weil bei dem anderen kann es ja eine ganz andere Ursache haben. Aber wenn ich selbst das im Prinzip nicht wirklich sagen darf, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich auf einmal ein Schreiben von irgendwelchen Anwälten bekomme, dann habe ich keine Chance, jemandem zu sagen, warum ein Produkt toll ist und warum ich es persönlich nehme und warum ich dafür Geld ausgebe. So, und was soll ich denn machen? Klar, ich kann es jemandem sagen im Vier-Augen-Gespräch. Da kann dir ja keiner was, wenn der dann behauptet, du hast was gesagt, was du nicht sagen darfst, so, ja, hast du Beweise. So, aber du triffst ja nicht nur die Leute von Face to Face, auch wenn man das im Network gerne behauptet, dass man das macht. Aber heute ist nun mal Social Media und sowas ganz groß und da muss man auch präsent sein und da muss man die Möglichkeit haben, frei von der Seele zu reden und das hat man da nicht. Und jetzt hatte ich, wie gesagt, am Wochenende war es mir nochmal so deutlich, es ist wie Schuppen von den Augen nochmal gefallen, dass ich sage, das hat für mich persönlich keine Zukunft bei mir. Ich hätte ja gesagt, auch Leute, die schon ein bisschen länger im Network mit Nahrungsergänzung sind, wissen nicht immer, dass sie das so gar nicht posten dürfen. Hatte ja erzählt, ich habe einen Kumpel, der ist jetzt seit über einem Jahr dabei. Und ich sah das schon öfter mal, dass er auch solche Dinge postet. Wir wohnen weit auseinander, wir sehen uns auch nicht so oft, kennen uns halt vom Fußball, verstehen uns halt ganz gut und ja, schreibt man es sich halt mal. So, und ich habe das immer mal wieder gesehen, habe dann aber auch gedacht, ja, okay, mir sticht nicht ein, weil manche machen es ja auch ganz bewusst und sagen, ich weiß das, aber ich nehme das jetzt in Kauf, es wird schon nichts passieren, weil ganz oft passiert auch nichts. Muss man sich auch nichts vormachen. Also wahrscheinlich wäre mir da auch nie was passiert, aber mir ist das Risiko zu groß. Ich habe keine Lust, dass das dann kommt und dann diese Riesensumme da ist und immer diese Angst im Hinterkopf, das bin nicht ich, das wird mich hemmen. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, mein Gott, ich riskiere das, no risk, no fun, ich poste das und so kriege ich halt schneller und besser die Kunden als Leute, die sich total dran halten. Deshalb habe ich das immer so hingenommen. So ist ja auch jedem seine Sache. Nur, wir haben uns schon mal eher letztes Jahr dann irgendwann unterhalten, weil er auch unter anderem in seiner Produktpalette einen Sonnenschutz hat. Da haben wir gesagt, wir könnten ja mal irgendwas zusammen machen, dass wir auf irgendein Event, auf eine Ausstellung, es gibt ja auch diese Floh- und Trödelmärkte, die mit irgendwelchen Festen noch zusammenhängen und wo dann auch immer solche Leute sind von Tupper, von Provin, von Velux, selbstständige Vorwerkvertreter und was, ihr kennt das, wenn ihr solche, da mal Bummel geht. So könnte man sich ja auch mal präsentieren, vielleicht können wir mal was gemeinsam machen, auch wenn er weiter weg wohnt, aber er macht ja auch viel online, also es ist wurscht. Ich gesagt, könnten wir doch mal was machen, wir mit unserer Reisevermittlung, mit unserem Mobilen uns da präsentieren, du mit deinen Sachen und dann Sonnenschutz irgendwie so ein bisschen, das war das Kombinieren. Und dann haben wir uns auch was überlegt, so ein Flyer, so nach dem Motto, ne, Ihre Traumreise buchen Sie. Und dann bei uns, also das Reiseteam Royal, unser Logo, unsere Webadresse drauf, den passenden Sonnenschutz finden Sie. Und dann
halt seinen Accountnamen, wie er sich da mit seinem Business, man kann sich ja da selber einen Namen dann mitgeben, kriegt die personalisierten Seiten und so. So, haben wir also gemacht, haben wir uns lange überlegt. Jetzt am Wochenende war es auch soweit. Und wir hatten vorher wohl schon mal drüber gesprochen, dass er halt auch sagte, ja, alles ist nicht immer so einfach und so. Klar, Network ist generell nicht einfach und auch für uns in der Reisevermittlung ist es nicht immer einfach. Aber das habe ich ja schon mal auch in einem anderen Video erwähnt, das läuft irgendwie mehr von alleine, in Anführungsstrichen, ohne dass jetzt jemand denkt, oh fein, da komme ich mit in die Reisebranche, dann mache ich einmal, ich sage, das ist eine tolle Reise und die buchen alle bei mir. Nee, so ist auch nicht, aber es ist halt anders und da kommt gleich auch noch was dazu von dem Event, wo man es sehen kann und wie ich es auch im Alltag empfinde. Aber wie gesagt, wir haben uns dann gesagt, okay, machen wir und es war jetzt am Wochenende soweit, also gestern Sonntag waren wir auf dieser Veranstaltung. Wir haben es dann aufgebaut, wir hatten Tische direkt nebeneinander, wir hatten diese Flyer. So, und ich habe ja vorher schon immer mal gesagt oder auch in einem der letzten Videos irgendwo mal gesagt, es ist einfach so, die Reisevermittlung, da kommen die Leute automatisch zu mir. Wenn die das sehen oder wenn ich da was überposte oder ich erzähle da was zu, dann sind die Leute, die sagen, ach echt, ach wie, du kommst nach Hause oder ach, das kann man auch online bei euch, man kann auch Video, ach, wie ist das denn? Wie ist das denn mit dem und dem Schiff oder oh, verkauft ihr auch das oder macht ihr nur Kreuzfahrten? Also die sind super interessiert, die fangen sofort ein Gespräch an. Nicht alle, aber wirklich viele. So, dass dann nicht jeder, mit dem ich ein gutes Gespräch führe, ob fremd oder auch im Bekanntenkreis oder was, direkt ein Kunde wird und direkt bei uns die nächste Reise bucht, sollte klar sein. Aber es geht ja auch um dieses positive Gefühl zu wissen, okay, man kommt überhaupt in Gespräche, weil es heißt ja auch im Network immer, du musst möglichst ganz, ganz viele Gespräche führen, denn je mehr Gespräche du führst, da hast du zwar ganz oft ein Nein, aber logischerweise, wenn du 1000 Gespräche führst, hast du mehr Sicherheit, dass du auch ein paar Ja's kriegst, als wenn du nur 10 führst. So. Das ist in Anführungsstrichen bei vielen Sachen einfach ein Selbstläufer und es gibt ein positives Gefühl, weil nicht so die Ablehnung ist. Selbst Leute, die dann mal irgendwas kritisch stehen oder mal was sagen, mit denen hat man trotzdem Gespräche, die sind nicht so ablockend. Wenn ich gesagt habe, ja, ich nehme jetzt CBD-Produkte, finde ich total klasse und dann so ein bisschen erzählt habe, was ich jetzt online wieder nicht erzähle, dann kam meist nichts oder, ah nee, das ist doch eh alles ein Blödsinn und, ah nee, geh mir weg damit und nee, alles überteuert, hast du letztens die Reportage da gesehen und wer selber jetzt in dem Bereich ist, der kennt das wahrscheinlich, diese Skepsis. Also es ist sowieso ein ganz schwieriger Markt und diese Einschränkungen, die man da hat, die machen es noch schwieriger. So. Das ist also das, was wir schon im Alltag erlebt haben, wo ich schon gesagt habe, Mensch, das mit der Reisevermittlung, das klappt einfach besser. Zwar muss ich da auch viel, viel arbeiten, damit der Kundenstamm sich immer erweitert, damit die Kunden auch wiederkommen, damit man im Social Media die Reichweite kriegt und so. Aber es ist einfacheres Arbeiten, weil es mir leichter von der Hand geht, weil ich nicht gehemmt bin. So, es macht Spaß, ich habe immer wieder was Neues, ich freue mich. Man kann natürlich auch zu Events gehen, man hat immer wieder Content-Ideen, weil man Schiffsbesichtigungen oder sonst was macht. Hat man ja so alles nicht. Und wenn ich jetzt zu irgendeinem Vortrag gehe über Nahrungsergänzungsmittel, dann darf ich die Hälfte davon nicht schreiben und nicht erzählen und. So. Und dann waren wir also Sonntag dort bei diesem Event und wir hatten auch unseren Tisch schon schön aufgebaut mit Katalogen. Wir hatten ein paar Sachen von verschiedenen Veranstaltern bekommen, Norwegian Cruise Line und so, die hatten uns tolle Sachen geschickt, hier Kugelschreiber, diese Gummibärchen, beziehungsweise es waren Gummischiffchen, die hatten wir auch von TUI und so weiter. So dass wir da halt auch ein bisschen die Leute anlocken konnten am Tisch, haben es also ein bisschen schön aufgebaut. Ich blende es hier einfach gleich mal ein, wie es aussah. So, ein Kumpel hatte auch ganz tolle Sachen gemacht. Er hatte wirklich tolle Flyer. Wir hatten drüber gesprochen, weil er wusste es, wie gesagt, nicht. Er hatte mir die Flyer dann und sagte, was meinst du und so. Und dann habe ich wirklich mal gesagt, du pass auf, weißt du eigentlich, dass du damit in Teufels Küche kommen kannst? Und dann haben wir wirklich viele Sprachnachrichten ausgetauscht und ja, es kam dann raus, nee, das wusste er alles nicht. Und da sagt das auch keiner. Ganz im Gegenteil, so irgendwie in der Struktur oder so. Der Obere, ich hab das jetzt auch nicht in den Zusammenhängen so genau, wer jetzt was. Aber die haben sogar gesagt, hier, wir haben Flyer für euch, könnt ihr alle nutzen, könnt ihr posten, könnt ihr machen. Alles solche Flyer, wo richtig solche Sachen draußen sind, wie wirkt dagegen, hilft dabei, unterstützt da. Also alles, was du nicht schreiben darfst. Ja, und dann hat er das ein bisschen anders alles gestaltet, noch wirklich kurzfristig, sah auch wirklich toll aus. Ne? Und dann waren sie wirklich safe. Immer nur so mit ich empfehle und dann die Produkte drauf, das Ganze ein bisschen gestaltet, sah gut aus. Und so Aufstellern oder so. Also es ist ein Stand, der mich erstmal angesprochen hätte, wenn ich dran lang gewesen wäre, so persönlich. Ja, und dann
kam natürlich der Tag, es kamen die ersten Leute, die geguckt haben und so, und wir hatten recht schnell Leute, die dann gesagt, die zumindest mal stehen blieben, die sich mal was angeguckt haben, die Gespräche geführt haben, mit denen wir gesprochen haben, die sich Visitenkarten mitgenommen haben, Fragen gehabt haben, gesagt haben, oh, was ist das? Wie? Mobil? Ach, so geht das, kenne ich gar nicht, wusste ich gar nicht, wo sitzen Sie denn? Ja, hier in Lingen, glaub, alle so, ne? Solche Sachen. Und an seinem Stand war relativ wenig, beziehungsweise die Leute waren nur am Gucken, waren sehr skeptisch, haben nicht gefragt, sind eher weg. Klar, es gab dann auch mal den einen oder anderen Interessenten, aber man merkte halt wirklich den krassen Unterschied zu eben unserem Business. Ob jetzt daraus irgendwo die Kunden entstehen, ob da wirklich von denen, die gesagt haben, oh, das ist cool, jetzt haben wir zwar den Urlaub schon gebucht, aber wir nehmen uns das mal mit, ihre Karte und so. Ob da was draus kommt, das muss man natürlich alles abwarten. Aber es geht jetzt erstmal rein darum, wie viele Gespräche man geführt hat, wie viele Leute sich überhaupt für einen interessiert haben und wie viele Chancen man dadurch quasi hat, dass es neue Kunden gibt. So, und das, da habe ich dann gestern, das ist mir nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich den direkten Vergleich, weil ich zeitgleich jemanden habe, der eben genau das macht, was ich auch mache, wenn auch für eine andere Firma, ein bisschen andere Produkte, aber von der Art her das Gleiche. Und das Business, wo ich schon die ganze Zeit merke, dass es mir, uns, leichter von der Hand geht, dass es lockerer für mich geht. Ja, und dann habe ich wirklich jetzt gesagt, okay, jetzt mache ich den endgültigen Cut und denke auch keinen Tag mehr darüber nach, ob und wie ich zum Beispiel die Seiten nochmal aufleben lassen könnte, was ich machen könnte, damit ich da doch nochmal ins Tun, in Anführungsstrichen, komme und das vielleicht nochmal ankurbel, sondern für mich ist ganz klar, ich bleibe ganz, ganz zufriedener Kunde. Ich habe somit dann ja weiter die Shop-Seite. Ich bezahle einmal im Jahr die Systemgebühr, damit ich drin bleibe. Und wenn einer das halt sieht und darauf stößt und sieht, das Produkt ist cool, oder er sieht das halt bei mir noch, weil ich die Sachen nehme und frage, was ist das, dann gebe ich ihm die Internetadresse und gut ist. Aber ich werde halt nichts Aktives in dem Sinne mehr machen, weil es mich einfach hemmt. Aber es ist die Frage, die gestern auch mein Kumpel dann sagte, ja, jetzt stehen die Dinger hier, aber es steht ja nicht drauf. Ich hatte so tolle Blätter, sagte, wo alles erklärt ist, wo steht, weswegen man das Produkt überhaupt nutzt, wofür man es nutzt. Und er sagte, wie soll ich denn was verkaufen, wenn ich das alles gar nicht, ja, gar nicht dem Kunden quasi zeigen darf? Und da habe ich gesagt, ja, genau das ist das Problem, was ich auch damit habe und weshalb ich es nicht mehr machen möchte. Denn genau diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe für mich beantwortet, dass das fast unmöglich ist. Denn am Ende ist einfach der Zeitaufwand dafür für mich persönlich viel zu groß gewesen. Es sind vielleicht jetzt auch Leute draußen, die sagen, ja, du machst es dann einfach falsch oder du verstehst es falsch und eigentlich müsstest du so und so, aber jeder Mensch ist anders. Und ich für mich habe gesagt, das steht in keinem Verhältnis mehr. Denn in der Zeit, seit ich das Ganze ziemlich an die Seite gepackt habe, merke ich, dass ich in der Zeit, die ich sonst dafür gebraucht habe, zu überlegen, ja, wie formuliere ich es jetzt, was schreibe ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, wie kann ich es denn am besten machen, in der Zeit wenig produktiv war und jetzt diese Zeit, die ich dafür über habe, weil ich die neben dem Schreiben dann nutzen kann und die jetzt in die Reisevermittlung stecke, dass das einfach viel effektiver ist. Da kommt einfach öfter was bei rum, da kommt einfach öfter mal eine Reisebuchung oder zumindest Leute, die sich interessieren, die sagen, ja, ne, hast du mal ein Angebot oder vielleicht wollen wir nächstes Jahr verreisen, was empfehlen Sie und so. Das ist viel effektiver. Und genau aus dem Grunde, wie gesagt, sag ich, ist der Cut einfach besser. Und das ist eben für mich die Entscheidung, die jetzt am Wochenende nochmal, ja, nochmal, sage ich mal, bestätigt wurde und die jetzt für mich auch endgültig ist. Ob ich selber nochmal ein drittes Standbein hinzunehme, vielleicht in der Form von einem anderen Network-Bereich, der jetzt nicht so, ich sag mal, nicht so gefährlich in Form von abmahnfähig ist, weiß ich nicht. Es müsste schon was kommen, was mich wirklich selber auch total begeistert. Aber manchmal ist es auch besser, wenn man nicht an zu vielen Fronten kämpft. Ich bin zwar damals glücklich gewesen über drei verschiedene Einnahmequellen, aber wie gesagt, die eine ist ja immer mehr gestorben, dadurch, dass sich das so entwickelt hat. Von daher war sie jetzt schon länger nicht mehr da und dafür wächst aber die andere jetzt recht stetig, sodass ich sage, vielleicht ist es dann auch an der Zeit, sich da wieder ein bisschen Luft zu verschaffen, auch mal wieder für Dinge, die gar nichts mit Reisen oder mit Texte schreiben zu tun haben. Ich habe schon ewig kein Buch mehr gelesen, um ehrlich zu sein, weil ich immer irgendwas für irgendwas dann noch am Tag gemacht habe und immer mit den Gedanken so da war. Ja, und von daher glaube ich eher, dass ich es jetzt erstmal auf jeden Fall bei diesen zwei Sachen belasse. Man soll ja nie, nie sagen, aber ja.
So wird es dann wohl sein. Ja, in diesem Sinne, vielleicht war es für den einen oder anderen lehrreich, interessant, wie auch immer. Ansonsten hören wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Höchstwahrscheinlich wird das ein bisschen was vom Disneyland in Paris sein, denn da werden wir am Wochenende hinfahren, mit Freunden zusammen. Ja, und da freue ich mich schon riesig drauf. Wir haben zwar nur einen Tag in diesem Park, aber ich wollte einfach immer schon mal zu Mickey und Minnie, eigentlich gerne, wo wir in Port Canaveral gelegen haben. Da hat sich dann aber mein Mann durchgesetzt mit, wir fahren ins Kennedy Space Center. War auch super, da keine Frage, aber ich wäre trotzdem lieber zu Mickey und Minnie. Ja, dann nehmen wir erstmal halt Paris und dann gucken wir mal. Ja, und ich schätze, dass ich da, also natürlich wird es da fürs Reiseteam was geben, weil wir da auch in Teilen businessmäßig hin sind oder die Karten. Aber ich werde mal gucken, ob ich dann auch hier ein bisschen was präsentiere auf dem privaten Kanal. Das muss ich nochmal schauen. Aber wie gesagt, bis dahin sage ich erstmal Tschüss.